Fotoapparat haben wir schon. ja, ne? Ja, genau. Fotoapparat. Puh. Videokamera haben wir auch. Okay, alles klar. Ja, dann könnten wir eigentlich schon wieder was überlegen, wo wir hingehen. Okay, wer ist jetzt dran mit aussuchen? Ja, immer noch du. Steht. Ich hab doch schon. Muss ich das jetzt immer machen? Warum eigentlich? Weil du den Raum erstellt hast, Hab ich gar nicht. glaube Weil es ich. Ladies First heißt. Hab den nicht erstellt. Ah. Ich kann es trotzdem nicht. Okay, dann nehme ich jetzt. Was hatten wir eben? Wir hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hatten. Ich nehme jetzt einfach Bleasdale Farmhouse. Tuck. Guck Steht aber mal, vorbei, was was brauchen wir dafür. denn? Genau, was wir dafür brauchen, ja. Also, empfohlene Gegenstände: Thermometer. Ein zweistöckiges Drei-Schlafzimmer-Bauernhaus mit einem Dachboden. Wir haben gerade die Bestätigung über eine mögliche Geistessichtung erhalten. Ich glaube, es steht immer da. Gehen Sie dorthin und sammeln Sie so viele Beweise wie möglich. Ne, 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 ne. Also steht nur was mit Thermometer, nichts weiter. Missionsgebiet klein. Farmhaus. Ich nehme an, ne? Ja, mach Jo, ruhig. okay. Dreistöckig mit Dachboden klingt sehr lecker. Zweistöckig. Zweistöckig. Und kleines Missionsgebiet. Ihr seid schon wieder weg und ich sitze hier alleine mit einer Leiche. Dass du mir nie auf dumme Gedanken kommst. Nein. Oh, mein Spiel ist gerade abgeschmiert. Wieder Ich höre da. dich, Ja. ja. Ich mute mich wieder wieder in Ich auch. Discord. Alexander ist ja jetzt auch schon fast da. So, Ja, da bin genau. ich. Ne, ist schon da. Zumindest laut Hört ihr mich? Hört ihr Bildschirm. mich? Hört ihr mich? Jo, jo, Okay. jo, alles klar. Hören wir uns alle? Ja. Ja, ist einfach abgeschmiert eben. Keine Ahnung, was da los war. Ja, ist halt Early Access passiert. Ist das ein Early? Ich glaube, oder? Ja. Okay. So, Craften Farmhouse, Teamgröße 2, Thermometer. Bleasdale Farmhouse, Thermometer. Richwood Roadhouse, Thermometer. Edgefield Street House, Thermometer. Und Tanglewood Street, nichts. Aber Tanglewood Street hatten wir schon. Machen wir so ein Farmhaus, oder? Hatte ich gesagt. Ja, Farmhaus auf jeden Fall. Was du auch schon gerade ausgewählt hattest, Lexan. Yay! Zweistöckiges, vier Schlafzimmer, Bauernhaus. Okay, nehmen wir das. Habt ihr alle eure Sachen hinzugefügt? Nochmal Ach nee, checken nee, bitte. warte. Nee, 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 Ich warte. glaube, da fehlen noch Warte, 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 Taschenlampen. ja. Zack, zack, zack. Gut, dass es einer mitdenkt. Oh, Gott sei Dank, ja. Ja, ich habe gerade gesehen, dass da Taschenlampe fehlt, ja. Wo siehst du das denn? Ach, hier In der vorne. Links in der Hier, Liste. ja, ich guck da gar nicht drauf, siehst du? Rechts. Links, nicht links, rechts. Vier Taschenlampen haben wir jetzt, na toll. Irgendeiner wird schon wieder eine verlieren. So, dann drücke ich mal auf Start. Gut. Stacht. Ihr seid wieder weg. Ich kack bestimmt gleich wieder ab. Ich hoffe nicht. Seid ihr noch da? Schon wieder abgeschmiert. Ah, okay, jetzt geht's wieder. So, bin da. Boah, ich bin eben fast schon wieder Wunderbar. abgeschmiert. Kruzifix, Räucherstäbchen, 10 Grad. Okay. Ich habe vorhin übrigens nochmal geguckt im Journal. Da hat das EMF5 nicht gepasst, wenn es ein Dämon war. Wir hatten keinen EMF5. Ah, wir hatten vier, ne? War das vier? Alexander Ich hat weiß behauptet nicht. 5. Wahrscheinlich. Ich war so irritiert und Alles gut. fertig, dass das direkt Ja, 5 war. ja. Ich nehme schon mal Einer im Ring, Kruzifix. dann passt das, ne? Also ich habe den Schlüssel, ich habe die Taschenlampe, das Thermometer und den Fotoapparat. Jo, ich habe die Sprachbox und die Videokamera wieder. Die kann ich Kruz. übrigens schon mal anmachen, dass ich die nachher nicht vergesse.
Okay, EMF, Kruzifix, Taschenlampe. Okay. Räucherstäbchen habe ich gesehen, hast du da? So, brauchen wir die? Die? Ah, die brauchen wir doch. Okay, aber die können wir nicht anmachen, weil kein Feuerzeug dabei ist. Ach Mist. Das ist ja schon wieder voll logisch, was soll denn das? Wer hat den Schlüssel? Ich. Alles klar. Dann ihr nach. Jo. Miss Lakeson, please open this gate. Das ist echt immer kompliziert, muss ich sagen. So. Mal ein anderes Häuschen. Ja, schön hier. Ja, das sieht ja richtig einladend hier aus. Voll gut. Naja. Ah, das ist schön. Hier ist ein Sicherungskasten vorne, oder was ist das hier? Thermometer vorausgehen, bitte. Wegen Temperaturen. 16 Grad. Hier ist aber urig. Ist voll gut. Rechts ist die Treppe nach oben. Licht habe ich angemacht. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier braucht man einen Schlüssel. Ah, oh Gott. Hoppelle, Dankeschön, Hoppelle und willkommen. Danke für dein Follow. Hier ist eine Voodoo-Puppe, die kann man fotografieren. Voodoo-Puppe? Hier ist wo? Wo bist du? Ich komme zurück. Oben, bist du schon oben? Nein. Was ist? Ich bin den Gang geradeaus weitergelaufen. Ich, ach, da. Ja. Rechts in dem Raum, geradeaus auf so einem Schrank. Oh, ich, bestimmt bewegt sich der Stuhl nachher hier noch. Der Schaukelstuhl. Oh, die Uhr. Und das Bild. Oh Gott, das Bild. Die Stofftiere, kann man die auch fotografieren? Hier ist noch eine Voodoo-Puppe in dem anderen Raum gegenüber. Warm wird's hier. 19 Grad. Warm ist schlecht. Muss kalt werden. Oder sollte kalt werden. Blaue Soldaten. Wo bist du? Ist ganz schön mühlig hier. Ih, und die Badewanne sieht aus. Dreckiges Wasser. Das ist auch ein Beweis, gell? Da ist kein Wasser drin. Ja. Im Klo auch nicht. Wo zum Geier seid ihr? Seid ihr wieder runter? Wie alt bist du? Wir waren ja gar nicht oben. Wie? Ach so, wir waren auch gar nicht oben. Ja, alles klar. Wer hat die Tür hier aufgemacht? Was? Hier ist eine offene Tür. Fuji, leuchtet da mal rein mit deinem Thermometer. 8 Grad, ja, da wird's kälter drinne. Okay, oh, oh. Ja, hier, hier, ich hab zwei, ich hab zwei. Ich hab zwei, ja, auf dem EMF. Klar. Gleich geht das Licht eh wieder aus. Ja. Gesagt. Ja. Getan. Getan. Ich leg mal die Video-
Videokamera auf das Klavier hier oben drauf. Ich nehme das Kruzifix in die Hand. Ich habe den Fotoapparat. Wer hat die UV-Lampe? Die Kamera steht. UV-Lampe habe ich nicht. Wieso ist das Telefon abgehängt? Okay. Weil der gerade telefoniert mit uns. Ich mach nochmal den EMF an. Das war ich jetzt nicht. Nee, ich auch nicht. Aber das ist cool, hier ist gleich der Ausgang, ne? Wisst ihr das eigentlich? Das ist gut. Hier ist gleich ja. Zum LKW. Das Beste, wo gibt. Richtig gut. Hier, ah, vier. Okay, okay. Ich muss raus, ich hau ab. Tschüss. In welche Richtung? In welche Richtung? Sag bitte die. Das war jetzt in diese Richtung. Doch, zu euch. Eure Richtung. Okay, alles klar. Gut. Jetzt ist vorbei. Soll ich den Kruzifix nehmen? Wie alt bist du? Ich nehme Kruzifix. Hilft das irgendwie was? Das ist alles Blödsinn. Wo so. Bist du? Komm, Geistergeist. Wie alt bist du? Kasper, der Freund, wie alt bist du? Hier blinkt's, hier blinkt's. Hat jemand von euch gerade geflüstert? Ja. Okay, alles klar, da war es nicht der Geist. Aber hier hat's gerade geblinkt hier vorne, die Lampen hier in dem großen Raum. Okay. Geflackert, meine ich. Ich nehme jetzt Kruzifix. Oben waren wir noch nicht mal, stimmt. Da hat's aber auch überall. Ja. Ah! Telefon! Was? Warum? Weshalb? Wieso? Und Licht hat auch ausgemacht. Die Lampe holen. Ja. Diese Tschüss. Lampe. Die Geisterbox hat übrigens nichts gebracht bislang. Stimmt noch gar nicht, ne? Aber dieses Flüstern, was ab und zu passiert, wie beim letzten Mal, das ist doch die Geisterbox, oder nicht? Oder? Nee, das muss direkt aus der Geisterbox rauskommen. Okay. Hast du die Kamera gesetzt? Ja, habe ich. Die ist hier. Für du noch Knoblauch lexern. Ja, stimmt. Nächstes Mal, ne? Knoblauch und ein Feuerzeug. Das Buch nehmen und einer die Lampe. Wer möchte was? Buch und Lampe. Ich nehme das Buch. Okay, dann nehme ich die Lampe. Was soll ich denn jetzt hier lassen? Soll ich das jetzt lassen? Den Raum haben wir ja schon unter 10. Ja. Wenn wir schon unter 10 haben, ja. Ja, und der hier guckt, Ziel Nummer 4 ist auch schon weg. Brauchen wir das Kruzifix noch? Ja, ne? Ach, Mist. Nimm ich das mit, ich hab das. Gut, okay. Beweise haben wir noch keine, sicherer, wenn du's hast. IMF 5 hatten wir nicht. Alles gut. Minusgrade hatten wir nicht. Nee, Minus okay, dann sind, wir nicht, nee. Dann sind wir momentan noch ahnungslos. Aber unter 10, oder ich nehme das Thermometer nochmal mit. Okay. Sonst lasse ich das EMF hier, nee, EMF. Brauchen wir das EMF? Ich habe das Thermometer jetzt wieder. Oh, da ist Aktivität drinne gerade. Viel Aktivität. Hast du das Kruzifix auch? Nein, das Licht auf dem Schreibtisch beim Computer. Okay, dann das brauchen wir ja schließlich auch noch für die vierte Geschichte. Warte mal. Soll ich die Taschen... Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich komme jetzt einfach wieder rein. Kontenance, bitte. Confirm Fingerabdruck an der Tür hier vorne. Einmal Foto machen, bitte. Roger, roger. So, ich leg das Buch irgendwo hin. Nee, Buch in den Raum, wo wir da rein müssen. Okay. Also quasi da, wo das... hier, wo die Kamera ist, in dem Raum. Auf den Tisch am besten oder so, genau. Hier? Hier liegt eine Bierflasche auf dem Boden und das Telefon klingelt wieder. Das macht mich fertig, das macht... Das für dich? Das macht... Also ich... Soll ich jetzt... Ich pack das Buch jetzt hier auf diesen Tisch, ja? Ja. Bald rum. Okay, also einen Beweis haben wir schon mal. Können wir wieder rausgehen und dann mal auf das Buch achten, wenn die... Ja, das ist falsch rum. Das ist falsch rum. Telefon. Wieso geht das nicht? Hallo, hallo? Ah, jetzt. So. Okay, geh mal wieder raus kurz.
okay. Ah! Schnell. Wo ich jetzt das Kruzifix? Dieses Telefon ist echt doll. Mein Zuschauer, der Anlassfriese, hat sich gerade beschwert, dass ich immer noch keinen Alert eingerichtet habe. Wieso hast du denn keinen Alert eingerichtet? Böser Chris. Können wir ja nach dem Stream in Angriff nehmen. Echt unmöglich, wa? Machen wir, so. Dankeschön. So. Okay, gucken wir mal im Journal, was wir für Beweise haben aktuell. Also Fingerabdrücke bislang, ne? Mehr haben wir noch nicht, glaube ich. Fingerabdruck, genau. Dann haben wir EMF4. Buch haben wir gerade gesetzt. Kamera können wir mal kurz beobachten, ob wir irgendwelche Geisterkugeln sehen. Geisterkugel nicht, aber er hat gerade was auf dem Tisch umgeschmissen. Echt? Hast du gerade was gesehen? Auf der Kamera gesehen. Oh, das Buch vielleicht. Das Buch vielleicht. Wollen wir mal gucken? Können ja mal gucken, ob er jetzt am Buch war. Okay. Also Minusgrade hatte ich jetzt nicht. Meinst du, ich soll das Thermometer jetzt dann hier lassen? Ja, wenn du keine Minusgrade hast, ja. Hätten wir wahrscheinlich schon längst gehabt. Weihrauch geht nicht. Ein Feuerzeug. Müssen wir als nächstes kaufen, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Wir hören dich nicht. Nur ganz leise. Ah, Entschuldigung. Was, du hast irgendwas von Weichei. Nein, ich hab nichts von Weichei gesagt. Das hört sich so an. Ich hab gesagt, ich bin ein Weichei. Ich bin unter 70% Sanity. Ihr seid noch Mitte 70. Völlig gefestigt. Richtig gut. Wenn das Telefon noch mal klingelt, hört das auf. Dieses Telefon. Hilfe. Hat er was? Was war das gerade? Ja. Ich gehe wieder raus. Ich gehe wieder raus. Tschüss. Hey, komm zurück. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich habe Fluchtmodus. Was? Oh Gott. Ich. Also ein musikalischer. Im Buch steht nichts. Oh nee, echt jetzt? Was denn? Was soll man sonst noch für irgendwelche Beweise suchen? Okay, ich guck mal, was wir hier noch im LKW haben. Also, er hat Klavier gespielt. Hat das irgendeine Bedeutung? Nein. Schade. Er macht Lichter an und aus. Das war ich. Er telefoniert gern. Ist hier noch ein anderer Lichtschalter? Oh, geht ja. Gut. So kann ich keine Geisterorbs sehen. Achso. Warte kurz. Aber euch geht's besser, passt schon. Lass es ruhig, lass es ruhig. Okay, danke. Vielleicht ist der auch in dem Raum nebenan. Wer hat das Licht? Das Licht! Das Licht! Nein, ich war das nicht. Ich geh wieder raus. Das tschüss. War ich, das war ich. Ich war das. Ich geh wieder. Hat die Lexan gerade gefrierenden Atem hinterlassen? Da war ganz ein komischer Schimmer im Raum. Da war Schimmer im, aber ich glaube, es war die Taschenlampe, oder? Ich hatte gefrierenden Atem gerade. Okay, dann. Habe ich das, glaube ich, auch gesehen bei mir. Ich mach mal EMF an, ne? So. Hm. Ich hatte eben gerade okay, Aktivität 0, ganz ruhig, Aktivität 0. Ah! Oh Gott, warte, sorry. Kurz, ich muss raus, du sagst Aktivität 0 und dann kommt das Geräusch von rechts. Ey, was ist los? War auf Aktivität 0. Hilfe. Ganz kurz. Kruzifix. Ganz kurz gesehen. Ja, Kruzifix. Okay. Ich hab das Kruzifix. Er hat das Licht jetzt hinten in dem anderen Raum angemacht. Ich möchte dich. Ich. Ah.
Leck mich am Arsch. 3 Grad hatten wir schon mal. Hä? 3 Grad. Hallo? Wehe, das Telefon klingelt gleich wieder. Bring, bring. Fuji. Was sagt man eigentlich immer so bei... Da blinkt das andere Licht. Was? Hier ist wieder Licht angegangen, ja. Nee, war ich. Achso, du... Okay. Geisterbuch confirmed. Oh. Geisterbuch, alles klar, alles klar. Ah, mein Foto, alles klar. Was steht da? Leave or die? Leave or die. Ja, ich liebe. Tschüss. Also kein Netter. ich bin weg. Adios. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch irgendwas. Oh, hier blinkt. Also, Flackett. Warte, gehen wir jetzt? Erstmal raus, ja. Okay. Okay, gut. Puh. Zippel. Mann. Also, uns fehlt noch ein Beweis, aber wir haben schon eine Auswahl aus zwei. Ich habe schon die Beweise eingegeben. Und Minusgrade habe ich nicht gesehen. Aber Atem. Stimmt, Atem. Ich hatte definitiv kurz Atem gesehen. Oder heißt das nur, dass er in dem Raum ist? Nee, wenn du Atem gesehen hast, müssten es Minustemperaturen gewesen sein. Auf zum Atom. Also wir haben bislang Fingerabdrücke und Geisterbuch. Nee, hier gibt's aber keinen Geist, der das alles drei hat. Gefriertemperaturen kann da nicht sein. Okay, aber Geisterbuch ist confirmed und Fingerabdrücke hatten wir auch. Die haben wir fotografiert. Ja. EMF war das auf 5? Ja, ne? Weiß ich nicht. Hatten wir den nicht auf... Ja, ich... Wieder zwei sein. Das war das nicht auf 5, als wir unten waren? Spirit oder Revenant? Ich gucke mal, was die beiden so brauchen. Revenant und Spirit, mal gucken. Das war doch 5. Oder war das 4? So, Revenant, bräuchte noch EMF 5? War doch 5. Und Spirit, was braucht Spirit? Noch Geisterbox. Also quasi reden. Dann probieren wir doch nochmal die Geisterbox. Hab ich am Mann. Geh rein. Ja, Zippel ist ja wieder hier. Mega mutig, ey, was los? Keine Ahnung, ist noch hell. Also bei mir im Raum. Schöne Tageslichtlampe extra gekauft für heute, wa? So. Wie alt bist du? Das geht dich nichts an. Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich. Jetzt. Wie alt bist du? Die Dame übersteuert? Nee, wird nichts erkannt die ganze Zeit. Da hinten ist auf jeden Fall in dem anderen Raum. Da geht's Licht an und aus. Ich will da nicht hin. Mutti. Wie alt bist du? Wo bist du? Zeig dich. Ein Foto hätte ich noch. Das war ich, die Tür. Gut zu wissen. Temperaturen sind hier 16 Grad, da ist auf jeden Fall nichts. 19, 18. Was war das? Klavier. Er hat Klavier gespielt. Jo. Oh Gott. Oh Gott. Ich will raus, ich will hier weg. 3 Grad, 8 Tschüss. Grad. Ich hab gerade eine Zweier gehabt hier. Boah, ich seh ihn, ich seh ihn. Mach Foto. Ich hab ein Foto. Da ist er. Das sah echt. Raus. War echt nicht geil gerade.
Boah, übel. Habt ihr alle gesehen? Ja, und dann dieses Geräusch, wie bei The Grudge. Ja, ich hab auch ein Foto. Wie bei The Grudge. Ich bin direkt auf den zugegangen und hab ihn mit einer Taschenlampe ins Licht geleuchtet. Ich übersteuere. Fuji, bei dir im Chat wird gesagt, dass ich übersteuere. Ja, ich lese es, aber ich kann es ja nicht ändern. Was soll ich tun? Ich hab das Spiel ja schon runtergedreht. Ja, okay. Kann man das hier irgendwie separat machen? Ach doch, warte. Das geht, glaube ich. Wie macht man denn das hier? Ja, geht Escape und dann Option, da könnte die Sprache. Genau, da kannst du bei Einstellungen. Ah, sehr gut. Fuji ist schon. Hat nur noch 43%, weil er den Geist gesehen und fotografiert hat. Hallo. So, was haben wir jetzt? Wissen wir jetzt, was es ist? Ne, wir haben immer noch nichts, ne? Ein Fotohammer. Ich kann die Kamera auf jeden Fall hier lassen. Okay, wir haben den Geist gesehen. Das war eine Banshee, ne? Das war Grudge, das war The Grudge. Mann. Also ja. Wir haben Geisterbuch und Fingerabdrücke, die Beweise haben wir. Er spricht mit mir nicht durch die Box. Das heißt, wir haben aktuell keinen dritten Beweis. War das wirklich kein EMF-5 am Anfang? EMF ich 5? Weiß ich nicht mehr. Jetzt hört man sie wieder normal. Gut. EMF-5 wäre ein Revenant. Hatten wir EMF-5? Ich habe den Reader nie gehabt. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern. Lexan musste fragen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mist. Hat das Ding rot geleuchtet oder war es grün? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Dann müssen wir bei Aktivität 4 wohl nochmal da reingehen. Ah ne, jetzt ist gerade wieder 0. Oh, die war so echt heftig gerade, die alte. Okay. 4 oder 5? Waren es 5 oder 4? Liebes Publikum. Also 4 ist egal, wir brauchen 5, wenn dann als Beweis. Dann wäre es ein Revenant, ne? Korrekt. Geisterbox, Fingerabdrücke, Geisterkugel, nein, Buch. Gefriertemperatur hatten wir nicht kurz gefriertemperatur? Das ist bestimmt ein Spirit. Hatten wir nicht kurz gefriertemperatur? Weil hier Räucherstäbchen mit draufstehen auf der Tafel. Und der Spirit ist aber gegen Räucherstäbchen allergisch. Mhm. Deswegen denke ich, dass es ein Spirit sein muss. Und Geisterkugeln brauchen wir nicht gucken, weil dafür gibt es keinen Geist. Du müsstest aber auf die Geisterbox reagieren. Macht er nicht. Wo liegt sie denn? Ich nehme sie mal mit, vielleicht hört er ja auf mich. Gut, da brauchen wir ja nur 2 Beweise beim Spirit, ne? Hier am PC links neben der Tastatur. Was steht denn da? Mal gucken, was da steht. Boah, ich sehe den Geist. Ich sehe den Geist hier auf dem Foto, wie gruselig. Hast du den Namen von ihm genannt? Tja, und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Sollen wir nochmal rein oder machen wir jetzt Spirit? Ich mach nochmal Palaver. Ja, ich komm mit. Ich mach hier den EMF nochmal kurz. Vielleicht kommt nochmal was. Jo, bin auch dabei. Glaube ich. Oh Gott. Ich hab nochmal das Thermometer dabei. Mal gucken. Vielleicht zeigt er doch irgendwas. Ah, ich geh wieder raus. Ah. Die Tür ist zu. Was ist Wo los? Wo bist du? Versteckt euch. Das war ich, glaube ich. Wir haben EMF4. Zeig dich. Tür ist offen. EMF4 immer noch. Es ist also nur 4 gewesen. Kein 5. Wie ist dein Name? Dann leg mal das EMF-Gerät auf den Tisch drauf mit der G-Taste. Hobbelle sagt gerade, es war auch einmal kurz rot. Also haben wir doch einen 5er gehabt? Ich weiß es nicht. Dann hat man 5er. Aber wenn wir EMF-5 auswählen, haben wir keine Auswahlmöglichkeit mehr von irgendeinem Geist. Habe ich vorhin schon. Warte mal, ich guck nochmal. Doch. Doch, haben wir?
Doch, haben wir Revenant. Ach doch, Revenant, klar. Okay. Dann haben wir es dann. Dann lass mal eine. Lass los, ja. Lass los. Okay, dann verlassen wir uns mal auf den Chat. Ah, sehr gut. Boah, ey, heftig. Also Temperaturen habe ich nur bis zu 3 Grad ungefähr gemessen. Niedriger war es nicht. Dann gehen wir einmal in das Buch rein. Machen noch okay. MF5. Wählen Revenant aus. Okay, okay. Geisterbuch, Fingerabdrücke hatten wir, glaube ich, schon. Mhm. Genau. Gut, das passt. Okay, alles klar. Bin mal... Jetzt bin ich... Wenn ihr bereit seid, sagt Bescheid, dann fahren wir nach Hause. Copy. Bereit. Geh los. Abmarsch. Fertig? Jo. Legt man auf, eingestellt, alles gut. Alles eingestellt. Okay, let's hope. Revenant. Yeah! Jawohl. Cool! Sehr gut, Hoppelle! Sehr gut, sehr gut! Dankeschön, Dankeschön! So. Ein Träumchen. Können wir ja erstmal ein Feuerzeug shoppen. Und wieder Rest auch noch hinzufügen, ja. Ihr guckt in die falsche Richtung. Wir alle.